Er hatte wieder gerufen, der Blackbird aus dem Bergischen Lande, und alle kamen. Aus Köln, Wuppertal, Solingen, Gütersloh, Düsseldorf, Hamburg, Remscheid und Wermelskirchen waren sie angereist in den Spatzenhof nach Wermelskirchen-Süppelbach, schlicht ins Eifgental. Und die Nachtigall sang zur Begrüßung ihr schönstes Lied. Freude schöner Götterfunken. Selbst aus dem Weltall nahm man das Landhaus Spatzenhof wahr. Paulchen und ich hatten beim Frühstück das 6-Gänge-Menü für das abendliche Festdiner mit den Sportfreunden festgelegt. Es sollte ein besonders gutes und großartiges Überraschungsmenü geben, angefangen mit einem exzellenten Salat, dann weiter mit hervorragendem Nudelgericht, welches über alle Maßen gelobt wurde. Und sodann, weil wir einige spezielle Fischfreunde im Kreise haben, ein exzellenter Fisch wurde besonders von Walter gelobt. Und man sieht und staune hier, wie die Gruppe in der Tat sich freut. Und ein Gaumengenuss von allen war auch im Besonderen dann der folgende Fleischgang. Filet at its best, begleitet von einem Rotwein der Sonderklasse. Tignanello, oh, wie ist das Leben schön. Ja, war das dein? Ist gemundet, Ernst? Damit habe ich mich sehr gut. Ich fragte dich, ob es gemundet hat, Ernst. Danke, war ausgezeichnet. Alter Freund Ernst und ich sprachen sodann noch über unseren gemeinsamen Urlaubsort alter Jahre und der Neuzeit, Gardasee. Renate vom Stein hielt nun eine Begrüßungsrede ihrer besonderen Art an die lieben Jungs. Ja, liebe Jungs, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute Abend kennenlernen oder wiedersehen. Unser Wiedersehen ist rundgerechnet, liegt 60 Jahre zurück. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich einer noch erkennt. Das hat mich, glaube ich, auch keiner erkannt. So ist es nicht. Also, ich bin gerne nach Süppelbach gekommen. Ich freue mich sehr, dass heute eine Frau in eurem Kreis sein darf und dass es sich vielleicht noch mal für nächstes Jahr wiederholt. Tja, der Rückblick ist immer interessant, wie hier an den drei Bildern von Renate. Wir allgemein dachten nun an die sportlichen Aktivitäten in Pohlhausen, wie zunächst Tischtennis, zurück mit einer grandiosen Leistung wurde dort Tischtennis gespielt. Dann kam Fußball. Auch das war von vielen Erfolgen begleitet. Gott sei Dank. Aus dem Hintergrund müsste er reinschießen. Reinschießt! Die
lieber Karl. Ich erinnere mich sehr gerne an die hervorragende Zeit auf Pohlhausen mit einigen Kameraden, die sich hervortaten im Fußball. Unter anderem war dieses, unser Kamerad, der schon verstarb, Klaus Hansmann. Bitte lass mich doch wissen, wie siehst du die Zeit, die wir gemeinsam mit dem Klaus sportlich verbracht haben? Ja, das war eine der schönsten Zeiten, die man auf Pohlhausen erlebt hat. Oder ich jedenfalls mit ihm. Er war ein hervorragender Fußballspieler und auch ein hervorragender Mensch. Dem kann ich nur beipflichten. Klaus Hansmann war der allerbeste Fußballspieler, der jemals aus Pohlhausen hervorgegangen ist. Mittlerweile war unsere Fußballmannschaft 2014 Weltmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch! Nicht vergessen werden durfte ein Rückblick auf unsere Band The Blackbirds, die wir jahrelang, jahrzehntelang für die Tanzschule Hans-Günther Littke in Remscheid gespielt haben. Tanzturniere und Musikabende, Tanzabende jeder Form. Es war eine große Zeit und wir, sechs Musikanten und die Sängerin Eva Maria Farell inklusive, hatten viel Freude in dieser Zeit und haben uns als junge Zeitgenossen ein schönes Taschengeld nebenher verdient, dass wir einen guten Ruf uns erarbeitet hatten, ja, im wahrsten Sinne, hart erarbeitet, Nächte um die Ohren geschlagen. Diesen guten Ruf können wir heute noch hören. Hier, dieser Blackbird flötet's in die Welt. Und das Ehepaar Littke weiß nach wie vor davon, nicht nur auf Schloss Burg, sondern überall im Bergischen Land und Deutschland und europaweit, wo immer sie hinkommen, zu erzählen. Ja, und wie jedes Jahr ließen es sich die bergischen Heroen nicht nehmen, zum Abschluss ihres hervorragenden Freundesabends das bergische Heimatlied ganz persönlich zu singen. Bitte entnehmen Sie hier, was dabei professionell herauskam. Werter Vogel, lieb werte Nachtigall, mögest du uns allen und unseren Freunden noch manches Jahr dein wunderschönes Lied singen.